Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge über das Leben und das Sterben, passend zur Osterzeit. Mein Name ist Stefanie Schreiber. Ich bin Autorin, Coach für Bewusstsein und integrale Körperarbeit und Podcasterin. Und ich habe auch vor kurzem eine zum Podcast passende Facebook-Gruppe gegründet, die auch Sein heißt, weil ich das Bedürfnis habe, aus diesem Podcast noch mehr Mehrwert anbieten zu können. Das heißt, ich möchte mehr in den Austausch gehen, in den Dialog und möchte dazu zu diesem Podcast Folgen, zu den Inhalten noch mehr in die Tiefe gehen, noch detaillierter mit euch drüber sprechen, auch Feedback bekommen, wie nutzt ihr die Inhalte für euch, was könnt ihr mitnehmen, was braucht ihr vielleicht, wie könnt ihr für euch dann noch mehr mitnehmen, wie könnt ihr da noch mehr vielleicht auch für euch in euer Leben integrieren. Und wie eben der Podcast und die Beschreibung ja schon sagt, geht es ganz stark um das Sein, um das Bewusstsein, um das sich mit sich auseinandersetzen, um das sich selbst kennenlernen, sich persönlich und spirituell weiterentwickeln und um dadurch, dass man so eine erweiterte Perspektive auf sich und sein Leben bekommt, dadurch auch immer mehr und immer tiefer mit sich selbst in Kontakt und in Beziehung zu treten. Und nur durch diese Beziehung mit sich ist auch wirklich echte Begegnung und Beziehung mit anderen möglich. Und das ist so der Kernpunkt vom Podcast und das soll auch die Basis oder die Essenz dieser Gruppe sein. Euch dabei zu begleiten und zu inspirieren durch meine persönlichen Erfahrungen und Geschichten, wie ihr mit euch bestmöglich in Kontakt und in Beziehung gehen könnt. Und es war mir jetzt wichtig, da ein bisschen näher auf das einzugehen, weil das passt jetzt auch schon zur Folge und zum Titel, weil ich mich in den letzten Wochen oder Tagen stark beschäftigt habe mit dem Warum und mit dem, worum geht es mir jetzt eigentlich? Was ist jetzt wirklich die Essenz von dem, was ich anzubieten habe und von dem, was ich bin? Und ich kann euch nur sagen, es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch immer wieder schmerzhaft, weil auch wenn du dich noch so gut kennst oder glaubst zu kennen, auch wenn du noch so erfolgreich in deinem Tun und in deinem Business bist, du kommst immer wieder mal an einen Punkt oder an einen Prozess des Sterbens und des Wiedergeborenwerdens. Und ich glaube, das ist so, so wichtig, weil wir uns immer weiter transformieren, uns immer weiterentwickeln und verändern. Gott sei Dank, wenn wir mit dem Leben gehen und das ganze Leben ist Entwicklung, das Leben steht nicht still. Und auch das Selbst oder die Essenz oder nenn es, wie du möchtest, das, was dich ausmacht, das ist ja auch nicht beständig, das ist, natürlich hast du deine speziellen Anlagen, aber im Endeffekt,
entwickelst du dich auch weiter. Und vielleicht ist das, was ich bin und so wie ich es am Punkt bringe, heute anders als in einem Jahr, weil ich mich da wieder weiterentwickelt habe, meinen Horizont, meinen Geist gedehnt habe und mich dann in einer anderen Form zeige, weil was anderes gerade wichtig ist für die Welt, weil sich etwas bei mir installiert und entwickelt hat, was vorher nicht da war, weil andere Menschen in mein Leben gekommen sind und mich bereichert haben und dadurch auf einmal was entstanden ist, was vorher gar nicht möglich war. Also es ist wichtig, immer wieder zu hinterfragen, wer bin ich jetzt? Was ist wirklich meine Qualität? Was möchte ich, was kann ich der Welt anbieten? Und warum und wie? Und ich war eben jetzt wieder in diesem Prozess von Sterben und geboren werden und es war bei mir so, so ein längerer Prozess, weil ich mich eben mit dieser Frage beschäftigt habe, wie kann ich das, was ich bin, noch mehr am Punkt bringen und wie dient es der Welt? Was brauchen die Menschen jetzt wirklich? Und ich habe mich mit Menschen ausgetauscht, ich habe mir Feedback geholt, ich habe Gespräche geführt und das Ganze schon sehr extrem oder sehr intensiv, sagen wir so. Und irgendwann war dann der Punkt, wo mich das, es hat mich wirklich so tief in mich selbst hineingeworfen und es hat mich auch gleichzeitig in eine Urwunde hineingeworfen, weil ich auf eine Antwort gestoßen bin oder sagen wir so, ich bin auf so Urqualitäten von mir draufgekommen, die gekoppelt waren an einen Glaubenssatz oder an ein Muster von, das ist nicht in Ordnung. Das darf nicht sein, das ist nicht richtig. Jetzt muss ich mich am Boden setzen. Ich habe für mich so ganz spezielle, feine Qualitäten, die ich mir lange nicht erlaubt habe, die ich aber spüre und wo ich glaubt habe aufgrund von Umfeld, Schule, Bewertung, whatever, ja, dann irgendwie gedacht habe, dass das nicht gut ist, dass das nicht okay ist, ja, das ist eine spezielle Sensibilität, es ist eine Tiefe, es ist eine Sensitivität, es ist Feingefühl, es ist Zartheit und das aber gekoppelt an natürlich Kraft. Und als Kind ist es, wenn du sensibel bist oder wenn du halt zart beseitet bist, dann bist du halt ganz, ganz schnell irgendwo die Heulsoße oder das Weichei oder bist halt irgendwie nicht stark genug, ja. Und es wird halt von ganz vielen Menschen dann symbolisiert, dass du eine dickere Haut brauchst. Ja, und somit bin ich da wirklich an einem tiefen Punkt in meinem System und in meinen Zellen angekommen und mich hat es dann einfach wortwörtlich zerlegt. Ich bin dann wirklich, ja, wortwörtlich im Wald am Boden gelegen. Habe mich dann vom Waldboden tragen lassen und von den Bäumen begleiten und war da einfach mal in diesem Gefühl von Sterben und Schmerz und Trauer und es war in Ordnung. Ich habe das einfach gefühlt und angenommen und verstanden und mich dem hingegeben und ich war auch nicht allein. Ich
hatte gute Begleitung auch noch, was auch sehr wertvoll ist. Ja, und habe das einfach sein lassen, habe gespürt, dass ich jetzt wieder mal, weil das sehr, sehr oft so vorkommt, dass ich immer wieder an solchen Transformationsmomenten land. Habe gewusst, das ist jetzt meine Chance, da bin ich jetzt an dem Punkt, da bin ich an dem Thema, mit dem ich mich jetzt seit Wochen beschäftige, weil ich jetzt da anfangen kann, bei diesem Punkt Null, wo ich das, was ich bin, auf den Punkt bringe, wo ich jetzt in der Zelle forsche und sammle und das Ganze dann zusammenfasse und der Welt anbieten kann, meine Qualitäten der Welt anbieten. Um das geht's, glaube ich. Und ja, was möchte ich euch mitgeben? Das ist das Natürlichste der Welt ist, dass wir von Leben und Sterben, von diesem Prozess begleitet sind. Dass es begegnet uns im Außen, aber es begegnet uns auch im Innen. Es geht gar nicht anders. Das Leben ist ein permanenter Wechsel von Leben und Sterben. Extrem gesagt natürlich. Du siehst das überall, du siehst das bei Tag und Nacht, du siehst das bei Schlafen und Wachsein, du siehst das bei jemanden begrüßen und dich verabschieden. Also es gibt so viele Facetten von Tod und Leben und wichtig ist, dass wir das einfach nur verstehen, dass es so ist, dass wir keine Angst haben vor dem Tod. Es ist wie in einer Beziehung. Du bist immer in einem Modus von Trennung und Verbindung, Trennung und Verbindung. Natürlich jetzt extrem gesagt, es ist dann schon nuancierter, aber im Endeffekt kann es ja gar nicht anders sein, weil du kannst nicht permanent in einer Verbindung oder Verschmelzung oder Harmonie, so ist das Leben nicht gedacht. Du brauchst dann wieder den Konflikt, die Reibung, die Trennung. Du brauchst den Tod, da muss was sterben, damit was Nächstes, was Höheres in einem anderen Level wieder geboren werden kann und du dich wieder neu kennenlernst in einer noch tieferen, echteren Form. Du wirst nie an den Punkt kommen, wo du dich oder den anderen in- und auswendig so gut kennst. Wenn du an dem Punkt, wo du glaubst, dass es so ist, wird wieder alles sterben und du darfst wieder bei Null beginnen. Also was ich euch einfach nur sagen möchte, ist, das Leben besteht aus Leben und Sterben, aus Neubeginn und was Altes, das endet. Und es ist in Ordnung, es ist gut und es ist wichtig und wir können uns einfach in diesen Prozess hineinentspannen und Ja zum Leben sagen, Ja zu dem allen sagen, weil es uns dahin bringt, wo es uns hinbringen soll, dass wir uns bestmöglich entwickeln, dass wir uns daran erinnern, wer wir sind, warum wir da sind, was wir zu geben haben. Und ja, und am Ende des Tages dann auf unser Leben zurückschauen und lächeln und verstehen, und damit wir dann irgendwann den letzten Akt des Wandels, des Sterbens wirklich antreten können. Ja. Das waren meine Worte zum Ostermontag. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne, transformierende Zeit und würde mich freuen, wenn ihr der Facebook-Gruppe beitretet. Die Facebook-Gruppe heißt Sein, so wie der Podcast. Und ich würde mich total freuen, mit euch da in einen tieferen
Austausch und Dialog treten zu können. Alles Liebe und bis bald.